Hallihallo, es ist Mittwoch. Es ist wieder mal Zeit für die Plaudermarie Live Plaudersprechstunde mit mir, Eva. Es ist schön, dass ihr da seid. Wir treffen uns hier mittwochs, um gemeinsam unser Suchtproblem zu besprechen. Wenn man eine Sucht hat, dann aber auch richtig. Das heißt, wir besprechen gewisse Themen. Heute machen wir in dem Fall mal so ein bisschen Valentinstag. Digi-Papers gab die Woche eine neue Datei von Kleine Göre, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und da haben einige drunter kommentiert, oh, es wäre schön, wenn wir da mal drüber sprechen. Was sind Digi-Paper? Da geht es um PNG-Dateien. Das sind die wunderschönen Dateien auch, die ohne Hintergrund sind. Das heißt, die kann man so schön reinschieben, die könnten wir auch als Logo irgendwo oben in die Ecke reinschieben und so weiter und so weiter. Die können wir in unserem Programm auch super nutzen, wir können sie drucken und das zeigen wir euch heute. Da sind natürlich nicht nur Digipapers dabei, sondern nämlich auch Plot-Dateien, SVG-Dateien, DXF-Dateien. Das heißt, die Sachen kann man natürlich auch plotten. Schöne Sprüche kann man plotten auf Papier, man kann sie plotten auf Holz, man kann sie plotten auf alles. Na, wir haben ja alle ein kleines Beplottungsproblem, vor allem ich. Ich beplotte ja mittlerweile alles. Das ist toll. Und ich habe nicht nur ein Beplottungsproblem, sondern auch ein Webcam-Kaufproblem. Ich war nämlich am Samstag beim Mediamarkt und der guckt mich an und sagt, Webcam nicht. Richtig. Weil mir das mittlerweile total Spaß macht, euch hier alles zeigen zu können. Ihr könnt euch hoch, falsche Richtung, ihr könnt euch hier mein Zimmer angucken mittlerweile, ohne dass ich es umstellen muss. Hier, wir haben hier die Presse, ja genau, wir haben hier die Presse, herzlichen Glückwunsch. Mein Sessel, der mich heute total, ich will nicht sagen aufgehalten hat, aber ich kriege so viele Nachrichten dazu und es freut mich einfach so sehr, dass euch das so gefällt. Er ist noch nicht fertig, wir haben noch etliche Motive, die da drauf kommen sollen, wie eben auch auf die Puppe. Also auf das Kleidchen und auf die Jacke. Da kommt noch jede Menge drauf. Und da kamen eben sehr, sehr viele Rückmeldungen. Und dieser Sessel kam übrigens gestern Vormittag um 10 Uhr. Das darfst du gar nicht erzählen. Hier an, 10 Uhr gestern. Und mein Sohn hat die Woche keinen Kindergarten wegen Sturm und Ausfall und sonstiges. Der Kleine, der Max, 5. Und der ist total ausgeflippt. Wir haben diesen Sessel, der wirklich schick war, grau und schick, und haben ihn ganz, ganz bunt bemalt, haben ihn dann trocken geföhnt, weil es musste ja schnell gehen, und haben ihn dann schon beplottet. Also ich bin total glücklich. Es ist mein Sessel. Er hat sowas von die Geister geschieden. Das war echt spannend. Auch ich habe zwischendrin gedacht, oh Gott, was hast du da getan? Aber ich bin total glücklich über das Ergebnis, das Zwischenstandergebnis, also es wird noch weiter wachsen. Von euch kommen ja auch schon zum Teil die ersten Dateien an, also die ersten Plots. Ich habe ja einen Aufruf bei uns in der Gruppe gemacht, habt ihr nicht Lust, euch auf meinem Kleidchen oder auf meiner Jacke oder auf meinem Sessel zu verewigen? Und da kam jetzt heute auch wieder ein bisschen was. Also es wird auf jeden Fall noch wachsen. Gut, ich will aber nicht so viel erzählen, bevor es wieder heißt, ich würde hier chaotisch im Kreis erzählen und mit meinem Stuhl wackeln. Wir reden heute über DigiPaper. Wir nehmen als Beispiel heute oder wir nehmen als Anhaltspunkt einfach den Valentinstag, weil ihr wisst, ich mag das nicht so, wenn wir einfach so über irgendwas reden. Von daher nehmen wir jetzt mal das so. Das hat mir bei der kleinen Göre-Datei so gut gefallen, weil es sind verschiedene Sprüche und die gehen eigentlich nicht über den Valentinstag, sondern über die Freundschaft. Und es geht ja nicht nur darum, dass man sich liebt, sondern dass man auch seine Mädels liebt und den Mädels auch am Valentinstag mal einen schönen Gruß schicken kann. Das machen wir heute. Ich versuche euch wirklich mal mitzunehmen vom Kauf, also ich habe sie ja schon gekauft, bis zum Verarbeiten. Warum? Weil ganz, ganz viele ein Problem haben, wenn sie die Datei gekauft haben, dass sie nicht öffnen können. Und das liegt ganz oft dran, dass man sie vergessen hat zu entzippen. Weil natürlich, hier ist jetzt in dem Fall meine Schneidedatei schon. Wenn ihr etwas gekauft habt, eine Datei, bekommt ihr meistens einen Download-Link, so auch bei Plaudermarie beispielsweise. Also ihr seht, da habe ich schon einiges gekauft, unter anderem eben die Freunde. Hier seht ihr, da habe ich sogar Boxen Basics, das war das letzte Mal. Wenn ich es vergessen habe, könnte ich mir es jetzt nochmal runterladen. Jetzt machen wir uns mal den Spaß und klicken mal auf Element Freunde. Ihr seht, unten startet dann mein Download und ich sage, ich will speichern. Der speichert es da, wo ich alles speichere, nämlich im Download-Ordner. So, die anderen habe ich auch, also ich habe sie eigentlich alle schon runtergeladen, aber so seht ihr, es wird jetzt im Download-Ordner angezeigt. Jetzt könnte ich sagen, zeige sie mir, will ich aber nicht. Ich mache gleich meinen
Explorer auf. Ich bin Windows-Kind, gehe jetzt in meinen Download-Ordner und ihr seht, hier sind sie. Die da oben müsst ihr ignorieren. Hier unten seht ihr die Dateien. Die kommen gezippt. Warum? Dateien kommen meistens gezippt, weil sie sind groß. Und wenn man die zum Download freigibt, versucht man sie so klein wie möglich zu komprimieren, dass man einfach nicht so den großen Traffic hat, also nicht so viel Speicher braucht beim Verschicken, sonst dauert es ja ewig runterladen und sonstiges. Also wurde das Ganze gezippt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu zippen. Das machen die Mädels alle schon selbst. Ihr geht dann mit der rechten Maustaste drauf und sagt Dateien entpacken. Ganz wichtig, entpacken. Dann passiert Folgendes. Er fragt dann, willst du sie woanders speichern? Hast du irgendeinen Unterordner, den du haben möchtest? Ich sage dann, okay. Und dann macht er das Ganze mit zwei, weil ich habe es ja schon entpackt. Sodla. Dann erscheint das Ganze nämlich hier oben. Da. Ich gucke jetzt gerade mal, ich gehe mal eins zurück. Da haben wir es. Ne? Refresh nennt sich das Ganze. Also einfach nochmal das Ganze aufmachen und dann erscheint hier oben mein Element Freunde. Und schon habe ich das Ganze so, dass ich es auch mit dem Silhouette finden würde. Den ZIP-Ordner zeigt er euch nämlich nicht an, weil er damit nichts anfangen kann. Somit haben wir jetzt einen Ordner, den unser Silhouette-Programm oder auch die anderen Programme überhaupt finden. Wir arbeiten ja relativ einfach oder wir versuchen es so einfach wie möglich zu halten. Also versuche ich euch jetzt hier, das können wir zumachen, meinen Bildschirm. Ich habe zwei Bildschirme, aber ich versuche euch jetzt mal zu zeigen, wie man arbeiten kann, zum Beispiel, wenn man zwei Bildschirme hat. So, schieben wir das mal rüber. So, jetzt machen wir uns das Silhouette nämlich auch noch auf und machen es uns kleiner. Da. So, ist jetzt ein bisschen gebastelt, dass wir die nebeneinander haben, aber dann seht ihr, wie toll das funktioniert. Weil man kann nämlich mit Drag and Drop, das ist dieses Rüberschieben, das habe ich euch schon einmal gezeigt, so schnell arbeiten, dass es echt Spaß macht. So. Guckt mal. So, da, da. Wir starten mit einer neuen Seite. Wir starten mit einer neuen Seite. So, also, wir haben hier ein neues Blatt Papier und jetzt gehen wir mal auf das Element Freunde als Beispiel. Da sind ganz, ganz, ganz viele Dateien. Wenn ihr euch die Ansicht dann noch ändert mit extra große Symbole oder mittelgroße Symbole, seht ihr dann sogar die Vorschau davon. Könnt ihr euch mal so ein bisschen durchscrollen. Da ist, wie ihr seht, immer eine Silhouette-Datei, also eine SVG-Datei, eine DXF-Datei und noch ein PNG. Wenn ihr da drüber geht, länger könnt ihr das sehen. So, jetzt machen wir als Beispiel mal einen Kreis oder ein Oval und ziehen uns das einfach mal rüber. Das heißt, ich könnte mir hier jetzt zum Beispiel schon einen Anhänger oder was basteln. So. Jetzt könnten wir uns hier einen Anhänger basteln, wenn wir wollten. Ein bisschen größer machen. So. Das wäre an sich ja schon ganz schön, wenn wir uns das Ganze mit Print und Cut ausschneiden würden oder eben plotten, wie auch immer. Aber wir machen uns da natürlich was noch Schöneres dabei. Wir gehen jetzt wieder eins zurück, weil wir haben natürlich auch eben Digipaper gekauft, nämlich eben das hier steht Papier, Freunde, Punkte und Co. Da seht ihr ganz, 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 ganz viele Hintergründe. Es ist nichts anderes wie das, was ihr finden würdet, wenn ihr auf Papier geht, also auf Papier, sag ich, auf die Farben geht und auf Muster. Ist nichts anderes. Nur halt eben von der Eva vorbereitet für uns in verschiedenen Mustern. Dann macht der jetzt Folgendes. Ihr klickt da drauf, ich halte jetzt mit der Maus und zieht euch das hier rein. Und schon druckt er das dann auch aus. Das heißt, ich habe hier was reingezogen. Wenn es mir nicht gefällt, nehme ich das nächste. Oder ich nehme. Da waren ja noch mehr dabei. Gehen wir mal eins zurück. Da waren ja noch mehr. Muster 1, Papier, Freunde, Muster. Ihr seht immer hier schön die Vorschau. Nehme ich mir jetzt das da. So, das ist jetzt das Schöne, dass er das hier auch zeigt. Das ist ein bisschen blöd bei der Drag-and-Drop-Geschichte. Manchmal lässt er dann hier so dieses Icon liegen. Nervt manchmal ein bisschen, passiert aber nichts dabei. Das ist einfach nur
Vom Rechner her durch dieses Hin- und Hergeschiebe. Druckt er nicht mit, reine Ansichtssache, geht auch irgendwann mal wieder weg. So, jetzt lege ich mir das hier drauf und dann denke ich mir, sieht zwar schön aus, aber man kann es ja dann nicht mehr so gut lesen, was ich drüber geschoben habe. Also gehe ich hier auf meine Füllung und mache das, spiele mit der Transparenz. Das heißt, ich kann alles, was ich gedruckt haben möchte, mir noch einstellen, ob er es kräftiger drucken soll oder vielleicht so ein bisschen wasserzeichenmäßig nur. Und schon, wenn ich das drauflege, fällt mein Spruch mehr auf. Ganz schön kräftig, das wollte ich nicht. Ist ein bisschen ein eieriges Ei, was ich da unten drunter gemacht habe. So. Besser. Besser. So. Und schon sieht das Ganze richtig süß aus. Mein Kreis ist heute nicht so kreisig. Gut. Da könnten wir uns jetzt einen Anhänger machen und wenn der Stream ein bisschen unscharf ist, einfach nochmal neu starten. Ist manchmal so. So, das heißt, wir hätten das erste schon ratzfatz fertig und dann heißt es natürlich, für was brauche ich denn das eigentlich? Also wofür brauche ich DigiPaper? DigiPaper könnt ihr eben benutzen, um euch, ich habe es noch ausgedruckt auf Transparentpapier, ihr könnt es euch ausdrucken, ihr könnt ganz, ganz süße Windlichter basteln zum Beispiel. Ihr könnt euch, wenn ihr Boxen habt, Boxendateien, eben Schächtelchen zum Beispiel, könnt ihr euch das vorher reinziehen, ausdrucken und dann schneiden lassen, dann habt ihr gleich euer eigenes Muster auf den Schächtelchen drauf. Was ich heute gerne machen würde mit euch, das finde ich nämlich auch immer ganz süß, sind Blöckchen. Es gibt ja ganz, ganz viele Blöckchen zu kaufen, ohne oder auch mit Deckblatt. Ich habe mir jetzt eins genommen vom Action, das hatte ein Deckblatt und habe das Deckblatt abgemacht und ich möchte mir jetzt mein eigenes Blöckchen machen, beziehungsweise das möchte ich morgen meiner Freundin Kathi schenken. Hier habe ich Transparentpapier bedruckt, einfach in A4-Größe mir einen Kasten gezogen und damit könnte ich das ja schön einpacken, zum Beispiel. Und ihr dann verschenken. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Ihr könnt euch, wenn ihr Sticker macht, vorher eben die Hintergründe reinziehen. Ihr könnt natürlich auch Fotos nehmen, ihr könnt alles Mögliche nehmen. Ihr könnt natürlich auch Plotdateien, wir machen nachher noch was mit einem Schriftzug. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Vektordateien einfügen und ausdrucken. Aber da gibt es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, das mit dem PNG rein- und rauszuschieben. Das heißt, wir machen das Blöckchen. Ich muss mir das nur abmessen. Schildi steht da hinten. Ich freue mich sehr. Max hat nämlich heute Schildi gemalt. So. Schildi. So, ich messe mir das Ganze jetzt aus. Der hat 10,5 Breite. 10,5 mal. Der hat 15. Mit dem Knick plus 4 sind 19 cm. Ich hole euch wieder auf mein Bildschirm. So, das heißt, das nehmen wir mal so ein bisschen als Anhänger mit. Und ich mache das auch gleich wieder weg, wenn wir was vorbereitet haben. So, ich ziehe mir jetzt hier das Rechteck und zwar genau in der Größe, in der ich es brauche. Das ist jetzt alles ein bisschen anders. Dadurch, dass es zusammengeschoben ist, gebe ich es hier ein. Das heißt, ich habe 105 auf 190. Das ist jetzt, das hier ist jetzt mein Deckblatt für mein Blöckchen. Da nehme ich mir diese Blümchen, die fand ich nämlich echt süß. Und da habe ich auch einen schönen Spruch gesehen, den mit den Schwestern. Was dich anders macht, ist genau, was dich besonders macht. Nehmen wir uns mal da ein Blümchen, das passt farblich nämlich gut. Och, goldig, die Welt ist schön. Sei einfach du selbst, die anderen gibt es schon, das finde ich toll. Es gibt so viele tolle. Es gibt Menschen, die passen einfach. Ja, ja. So, da gibt es übrigens dann auch nochmal eine schöne Übersicht. Glück ist eine Freundin wie dich zu haben. Das ist doch perfekt. Jetzt machen wir das mal kleiner und das wieder größer, weil sonst kriegt man ja nichts. Seht ihr ja nicht viel. So, ich mache diesen Hintergrund wieder ein bisschen transparent, dass er nicht so sehr auffällt. Nur ein bisschen
Also man soll ihn sehen, aber einfach nicht zu stark, dass man das noch lesen kann. So, dann mache ich das nämlich hier drauf. Das lege ich hier unten hin. Kopiere es mir und mache es einmal vertikal. Nein, Quatsch, nicht vertikal. Horizontal. Ich mir das einmal hier hin und das einmal hier hin. Genau, dann gruppiere ich mir das gleich. Dann zeige ich euch das Ganze mal. So, Print and Cut, ganz wichtig. Wir gehen wieder auf Passermarken ein. Ich habe bei einigen von euch gesehen, dass es kommen ja immer mal wieder Nachrichten, mein Print and Cut funktioniert nicht. Guckt, dass eure Passermarkensensoren relativ groß sind. Manche machen sie sich ganz klein, um einfach mehr Platz nutzen zu können. Das ist schwierig. Also ich hab festgestellt, je mehr hier oben eingespart ist, umso besser geht's, klappt es dann auch wirklich mit Print and Cut. So, dann machen wir hier gleich noch das Anhängerchen dazu. Dazu. So. Und was könnten wir noch machen? Ihr könnt, ja eben, wie gesagt, Anhängerchen, da könnten wir gleich ein Loch reinmachen. Das machen wir vielleicht auch. Ups. Können wir gleich ein Loch reinmachen. Und da mache ich am liebsten ein Strasssteinloch. Da weiß ich nämlich, wie groß es ist. Und zwar ein 16er und das Ganze will ich Freihand. Hier. Geht wahrscheinlich auch leichter, aber ich möchte es so haben. So, dann machen wir uns da dazu noch was. Wie kann ich bei Canvas Workspace direkt meinen Drucker ansprechen? Da dazu brauchst du das Sticker-Kit. Da kann man dann einen Code eingeben und dann wird es automatisch freigeschaltet. Dann kannst du auch drucken. Aber du brauchst bei Canvas brauchst du einfach dieses Sticker-Kit. Aufkleber-Kit. So, jetzt können wir hier sagen, wir machen einfach, wir haben keine Lust mehr auf Digipaper, wir wollen, das ist uns alles zu viel. Machen wir uns hier das da, gehen in den Hintergrund. Ist uns aber noch ein bisschen zu auffällig. Machen uns wieder ein Loch rein. Freihand. Schwupp. Und schon haben wir das nächste. So. Und schon haben wir drei Sachen fertig. Wir haben das gefüllt. Ihr könnt, wie gesagt, es auch einfach immer wieder hin und her ziehen, einfach reinschieben. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Objekt, in das es reingeschoben werden kann. Ansonsten ist es schwierig. So, wir gehen jetzt auf Datei drucken. Ich lege mir mal ganz schnell ein etwas festeres Papier ein. Ah, war schon. Ist schon. Gehe auf Datei drucken. Ich wähle bei sowas dann immer aus, dass es hohe Qualität sein soll, weil standardmäßig ist da eben nicht hoch drin. Und jetzt druckt er mir das Ganze aus. So, jetzt können wir aber auch gleich mal überlegen, wir machen das Blöckchen. Ich habe leider unsere Kugelschreiber nicht gefunden. Irgendwo habe ich die hingelegt. Wir könnten auch auf jeden Fall noch ein Plot machen. Mache ich das wieder kleiner, mache das andere wieder auf. Glück ist eine Freundin wie dich. So, das ist so goldig, das mit dem Freunde für immer. Aber da schneidet er wahrscheinlich ein wenig länger. Ist auch total süß. Die Welt ist schön, weil du mit drauf bist. Das finde ich doch mal süß. Ja, das machen wir auch. Machen wir noch Blümchen dazu. Genau. Das könnten wir als Plot noch machen. Am besten aus Flock. Ich gucke gerade mal, wie groß die Tasche ist, die ich hier habe. Was übrigens auch sehr, sehr süß ist, was ich im Moment auch noch da habe. Ich habe mich gerade wieder gesehen. Ne, das sind die Gnome mit Kaffee. Das sind die Gnome, wobei die Gnome mit Kaffee schon auch echt cool sind. Ich schiebe mir die hier rein. Guck doch mal!
Ich habe mich in die total verliebt. Müssten sogar auch noch free sein. Ist eigentlich auch ein geiles Geschenk für eine Freundin. So ein bisschen. Wäre schon auch cool, oder? Gibt es auch als PNG, aber die könntet ihr auch so, wie sie sind, drucken. Also da sind wir total frei von allem. Aber wir machen erst einmal ganz schnell zusammen das Printen-Cut. Ach, ich bin mit der Maus noch da drüben. Manchmal bin ich selbst verwirrt. So, das Ganze kam jetzt so aus dem Drucker, da könnt ihr es ganz gut sehen. Schöner, schöner, leichter Hintergrund. Also das Glück kann man bei mir von mir aus wirklich gut lesen. Es ist jetzt durch dieses grelle Licht, aber man kann es schön sehen. Passermarken sind drauf. Ich lege mir das jetzt auf meine Matte. Ja, die sind süß. Gibt es Flock auch glatt? Die zieht immer. Ne, Flock in glatt ist dann Flex. So, ich nehme euch jetzt, Entschuldigung, euch mit an den Plotter. Passermarken sind hier oben. Den schwarzen Fussel nehme ich mir noch weg, bevor dann irgendeiner stört. Ich habe mein Papiermesser drin, das seht ihr, ist ein P drauf. Ne, seht ihr nicht. Auf meinem Plotter. Messer ist ein P drauf für Papier. Bei uns ist es sehr hell abends, deswegen decke ich das Ganze jetzt zu. Aber erst nachdem ich hier auf Senden gegangen bin, dass ihr das Ganze noch seht. Ich stelle ein Messer 3, 26, Doppelschnitt, kann relativ zügig von sich gehen und gehe auf Senden. Das heißt, ihr guckt jetzt, wo ist der Sensor, wo ist der Sensor? Fährt oben ab, unten ab, an der Seite ab und dann fängt er an zu schneiden. Das Quadrat auf meinem Monitor ist von dem Hin- und Herschieben. Das ist ein Fehler von Windows in dem Fall. Das hat mit Silhouette nichts zu tun. Das bleibt da irgendwann mal hängen und das geht auch irgendwann mal wieder weg. Das heißt, der schneidet hier jetzt brav vor sich hin. Und währenddessen können wir auf meinem Rechner noch ein bisschen basteln. Das schneidet er jetzt. Das ist ganz wichtig, dass ihr da immer mal drauf schaut, weil. Wenn ihr nämlich jetzt beispielsweise was geschrieben habt, dann würde er das schneiden. Da müsst ihr dann aufpassen, dass ihr da wirklich sagt, nicht schneiden. Das ist was, was mir am Anfang ganz oft passiert ist, wenn ich mir meine Kärtchen selbst bestückt habe. Ich nehme die Gnome jetzt mal mit hier rüber. Ah, habe ich schon. Wenn ich mir meine Kärtchen selbst bestückt habe, wie jetzt hier, die Gruppierung kann man hier aufnehmen. Ah, ich habe die PNGs rübergeschoben. Wie jetzt hier zum Beispiel. Die Gnome würde er auch schneiden, weil ich mir, glaube ich, die SVG hingeschoben habe. Ja, das sind Schneidedateien, da müsst ihr immer, immer aufpassen. Der Deckel an der Innenseite, das ist von Daddy Two Design. Ja, sind die Plotter. Regeln, die ganz, ganz wichtigen Plotterregeln. Spiegel nicht vergessen und so weiter. Ich finde, ich müsste eigentlich irgendwas mit den Gnomen machen, aber auf Schneiden, viel, viel Schneiden, habe ich ehrlich gesagt, habe ich gerade keine Lust. So, ich hole euch erstmal wieder zu mir auf den Schreibtisch und dann zeige ich euch, was man da damit machen kann. Gleich mache ich das. Das tun wir weg. Ach, ich bin mit meiner Maus wieder überall. Da bin ich. Da bin ich. So, mal ist mein Blöckchen. Hier ist mein Blöckchen. Jetzt holen wir die Matte. Guckt, so kam das raus. Ist schön geschnitten. Das äußere Papier kann ich so abnehmen, aber ihr seht, es rollt sich. Also bitte, wenn ihr an sich, wenn ihr Papier abnehmt, immer andersrum und ganz vorsichtig ablösen. Dann bleibt es auch schön gerade. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Legen das hier vorne drauf. Knicken das hier um. Und hier auch. Hier brauche ich Kleber, der unten im Wohnzimmer auf dem Tisch steht. Shit. Shit. Ich habe nämlich mit Max gerade unten was geklebt, nämlich den Pattex.
Nein, nicht mehr Patex. Nee, der ist verklebt. Ich muss Klebstoff holen. Ich habe nämlich gerade keinen Kleber da. Einen Moment, hier hinten habe ich noch welchen. So. Diesen, da, jetzt habe ich es. So. Dann kleben wir das da fest. Ich habe leider meinen guten Kleber unten am Tisch. So, kleben wir das da fest. Und schon haben wir nämlich ein personalisiertes, selbstgemachtes Blöckchen für unsere Freunde. Das finde ich immer total süß als Geschenk. Dann noch einen passenden Kugelschreiber dazu. Oder einen schönen Edding. Kugelschreiber dazu. Anhängerchen dran. Hier habe ich noch ein paar Anhängerchen. Wo sind eigentlich die zwei anderen hier? Und schon hat man ganz schnell ein personalisiertes Geschenk. Klar, dass das zu kurz ist, ne? Jetzt Logo. Logo. Na, einfach hier schöne Schlüpsche dran. Und fertig. Vielleicht noch ein Herzchen drauf. Da könnten wir jetzt mit einem Sticker arbeiten, könnte da vielleicht auch noch was drauf machen oder eben das Ganze beplotten. Und ich glaube, persönlicher als so kann ein Geschenk schon fast gar nicht mehr sein. Ganz, ganz schnell gemacht. Und wir haben ja im Shop auch die personalisierbaren Kugelschreiber, wo ihr, wenn die Inga gerade da ist, könnt ihr sie mir ja verraten, wo meine Kugelschreiber sind. Dann könnte ich da vielleicht noch einen personalisieren. Das wäre natürlich geil, aber ich finde sie gerade nicht. Dann könnten wir die nämlich noch dazu machen. Also das ist ratzfatz gemacht und ihr seht durch diese, ups, das könnten wir dann alles einpacken in selbstgestaltetes Papier. Wie auch immer. Also da, und das seht ihr, das ist wirklich uns selbst gemacht, uns verschenkt. Genial. Also ich denke, da seht ihr mal, warum die Leute dann mit Digipaper anfangen. Mizo zum Beispiel mit den Digi-Stamps, mit den süßen Tierchen, die es in allen Lebenslagen gibt. Da kann man dann auch Karten, das Ganze könnte natürlich auch, aber wir machen noch eine Karte, genau, machen wir eine Karte. Und schon haben wir das nächste. Machen wir noch eine Karte für die Kati. So, dann machen wir aber doch, die müssen da mit drauf. Kadi ist auch so ein Kaffee-Junkie. Jetzt ist es in dem Fall total wurscht, wie groß die Karte ist. Ich werde sie persönlich übergeben, nicht verschicken. Was wollte ich jetzt hier? Die Passermarken mache ich ein, dann kann ich mich daran orientieren. Mach mir hier eine Karte. So. Bin da. So mache ich mir das. Genau. Nee. Das will ich alles nicht. Anders, anders. So wollte ich es. Eine Karte. So. Knicken kann ich sie selbst. Wir gestalten sie vorher. So, und jetzt kommt das, was die Eva unheimlich gar nicht kann, nämlich was wollte ich sagen? Rausfinden, wo der Deckel ist. Das habe ich noch nie so wirklich immer hingekriegt. Ich habe immer, meine ersten Karten waren immer falsch rum. Aber ich glaube, das ist die Seite. Ja. So. Schieben wir das Ganze erstmal hier raus und gestalten unsere Karte. Wie funktioniert das mit den Bleistiften, Buntstiften? Die kann man doch auch mit Digibag. Ja, dann musst du halt mit Stickern arbeiten. Dann geht es auch mit
mit Aufkleberfolie. Dann kannst du dir da die Sachen reinschieben und dann kannst du es einfach ausschneiden. Das geht auch. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht, weil da steht, ob es ein Video zu den Stickern gibt. Aber Sticker sind nichts anderes wie das, was wir gerade gemacht haben, nur dass eine Stickerfolie drin ist. Also ihr müsst da wirklich komplett frei denken. Was ihr im Endeffekt dann in den Drucker reinschiebt, ist total wurscht. Ihr könntet das dann sogar, wenn ihr ein Lebensmittel echt einen Drucker habt, auf Esspapier draufdrucken. Also von daher, mein Transparentpapier hat 100 Gramm. Mein Transparentpapier hat 100 Gramm und mein dickeres Papier hat 160 Gramm. So. Die Welt ist schön, weil du mit drauf bist. Ich mache es mal ein bisschen größer. So. Es ist mir blöd mit dem Ding. Das muss man sich wegdenken. So, wir brauchen jetzt wieder die Hintergründe. Machen wir auch wieder klein. Downloads, da fühle ich mich wohl. Da könnt ihr euch auch mal den Spaß machen und nach PNG suchen. Und wieder als Ansicht extra großes Symbol. Da könnt ihr mal ein bisschen. Oh, das ist auch schön. Da werden nämlich alle PNGs angezeigt, die ihr eh schon habt. Ganz, ganz oft, wenn ihr Dateien kauft, da ist auch schön. Wenn ihr Dateien kauft, sind die PNGs eh dabei. Meistens lässt man sie links liegen, weil man gar nicht weiß, was man damit machen soll. Und dann kommt der Moment, wie jetzt. Oh, das ist auch schön. Puh, ich glaube, da muss ich noch mehr machen. Also hier seht ihr so alles, was man vielleicht als PNG gekauft hat oder abgespritzt. Das ist auch süß. Wo kommt denn die Glühbirne her? Die ist ja auch süß. Okay, bevor ich mich hier verliere, ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob ich noch irgendeinen anderen Hintergrund habe. Nee, wir bleiben da dabei, bevor wir hier 3 Stunden brauchen, weil ich wieder irgendwas Tolles, Neues, Altes gefunden habe. So, gucken wir mal bei Muster 2. Was soll unsere. Da, das da. Finde ich süß. So. Und ihr seht, man sieht nichts in den Hintergrund. Ihr braucht nie erschrecken. Niemals erschrecken. Immer gucken, dann hat sie es nur vorne dran gelegt. Und gut ist. Und das tun wir jetzt raus. Und dann mache ich der Kati was Persönliches. Kati, ich liebe dich. Kein Mensch der großen Worte. Ich gucke gleich wieder nach euch. Bin nur gerade im Bastelmodus. Ich habe jetzt einen Canon MX495, weil mein anderer das Zeitliche gesegnet hat und es den leider so nicht mehr gab. Guckt mal, wie süß das sind, Herzchen. Als I-Punkte, was ist das für eine süße Schrift? Children Funny. Ach, genial. Die passt wie Arsch auf Eimer. Ich mache es nur rot. Dann passt es nämlich auch zu den Gnomen. Ah, fast. So. 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 Vielleicht finde ich irgendwo noch ein Herzchen. Ich hatte da vorhin eine Schrift gesehen mit lauter Herzen. Wo waren das? Irgendwas mit Love oder so. Love Struck. Da waren doch Herzchen oder sowas, oder nicht? Da sind doch Herzchen. Da ist auch ein Herzchen. Ist alles hier oben, falls ihr sowas dann sucht. Aufheben. Machen wir das auch noch grau, passend zu dem Gnom. Linienfarbe wichtig, entweder rausnehmen, aber auf jeden Fall gucken, dass sie nicht grau ist, nicht rot ist, weil das druckt er nämlich sonst mit. Was haben wir denn an dem Gnom noch für Farben? Ich hatte letzte Woche übrigens eine Kundin, die gefragt hat, wegen Weiß. Ihr dürft nie vergessen, dass ein Drucker nicht weiß drucken kann. Das geht einfach nicht.
Das heißt, wenn was weiß ist, wird weiß gedruckt, deswegen, also wird einfach nicht gedruckt. Deswegen guckt, dass ihr immer irgendeine Farbe drin habt. Was nehme ich da? Gar nichts. Gar nichts nehme ich da. So, Kati, ich liebe dich. Bisschen kleiner. So. Gruppieren. Drehen das Ganze. So, da la. Das ist meine Karte. Die werde ich jetzt mal ausdrucken. Datei drucken wieder. Und Papier ist drin. So, und ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn wir auf Senden gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr seht, wenn ich jetzt nicht aufpasse, schneidet ihr mir die Skati und die Gnome und alles mit. Das heißt, ich markiere das jetzt. Ich gehe einfach auf nicht schneiden. Markiere mir jetzt den Außenrand und gehe wieder auf schneiden. Ey, ich will dich nicht schneiden. Nicht schneiden. Nicht ranschneiden. Da haben wir es. Also einmal außen rum geschnitten möchte ich es haben. Und das mache ich, sobald er weg ist. Ihr könntet jetzt anfangen, die Gnome auf, ich habe es wirklich vorbereitet, aber ich mache jetzt nicht mehr, auf Täschchen, auf, ich habe unsere Filzbüchleins vorbereitet. Kärtchen dazu, Anhängerchen dazu, weil ich gerade lese, ob es ein Grundlagenvideo gibt. Ich würde mich wirklich, es gibt tolle Kurse, ich mache keine, aber bei uns gibt es keine, müsstest du dich im auf YouTube umgucken. Es gibt eigentlich zu jedem Thema praxisbezogen ein Video, weil es mir einfach schwerfällt zu sagen, das ist für das, das ist für das, das ist für das, das ist für das. Ich sage immer Learning by Doing, klickt euch durch, guckt, was ihr findet und was ihr braucht. Schneide ich das noch schnell. Und gerade bei dem Digi-Paper-Thema oder Digi-Stamp-Thema, wie bei allen Themen eigentlich, wenn man es mal angefangen hat und mal eins gemacht hat, werdet ihr sehen, da werdet ihr den ganzen Abend dran sitzen und euch überlegen, welchen anderen, 400 anderen Freundinnen ihr bitte auch noch eine Karte oder ein Anhängerchen oder ein Blöckchen oder ein Stiftchen oder sonst irgendwas machen könnt. Gerade wenn man jetzt überlegt, dieses kleine Schächtelchen, ihr könnt. Ich will ja mal gucken, ob ich eins, weil ich gruppiert hatte, stimmt. Es gibt ja ganz einfach wie meine Box, meine Explosionsbox. Einfach da das Muster reingeschoben und schon habt ihr, ohne ein Papier gekauft zu haben, ein bedrucktes Papier, euer eigenes Design gemacht. Ihr könnt euer Logo da reinziehen, ihr könnt Bilder da reinziehen. Das ist das gleiche Prinzip wie eben das jetzt von den Digipapern. Einfach Bild reinziehen. Mit ausdrucken und schneiden. Wir, ach, das muss, das lasse ich jetzt einfach nochmal schneiden. Senden. Nein, stopp. 3,20 mit einem Durchgang, weil ich sie. Ich habe jetzt geschnitten mit Messer 3, Druck 20, Durchgang 1, das wird nicht reichen. Was aber in dem Fall jetzt nicht schlimm ist, ich lasse dann einfach nochmal schneiden. Ja, und so könntet ihr, wenn man dann noch mit der Pigscan-Matte arbeitet, könnte man sagen, wir machen für die Herzchen noch Sticker oder Marmeladenglas mit eigenem Hintergrund und einem schönen Spruch mit drauf. Das ist ganz gemein, weil man einfach ganz, ganz schnell in einen Rausch verfallen kann, wenn einem die Datei gefällt und das Ganze, man das Ganze ausprobiert. Ich hebe sie mal an. Ich lupfe mal an, aber ich glaube nicht, dass es durch ist. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir geschnitten. Nie runterreißen. Nee, hat es nicht geschnitten, weil ich, wie gesagt, auch die falsche Schneideeinstellung hatte. Jetzt kann ich entladen und wieder laden, weil ja aufgrund der Passermarken die Position auch wieder findet. Dafür sind die Passermarken ja gedacht, dass er auch wirklich genau diese Position wiederfindet. Ich mache mir jetzt meine richtige Einstellung und gehe auf Senden.
Das sind die Momente, wo ich manchmal so die Augen zum Schlitz mache und sage, wehe, du findest die Passermarke jetzt nicht. Wehe. Wehe, 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 du findest sie nicht. So, dann lassen wir den noch schneiden, machen noch die Kati ihre Karte fertig. Katis Karte. Und dann machen wir Schluss für heute, weil ich glaube, Objekte erstellen, also Herzchen, Ovale, Kreise, was auch immer. Zieht euch eure Digipapers rein. Wenn euch die großflächigen Mustermotive zu stark sind, spielt mit der Transparenz, macht es ein bisschen weniger. Das findet ihr alles unter den Seiteneinstellungen, unter den Farbeinstellungen, in der Farbpalette. Dann könnt ihr euch Sprüche reinziehen, was reinschreiben oder. So, ja, genau, Patricia, wenn man mal angefangen hat, dann weiß man gar nicht. Dann weiß man gar nicht, wie man aufhören soll, so wie ich mit meinem Sessel. So, wieder, wie gesagt, das Äußere ist wurscht, das könnt ihr abziehen, wie ihr wollt. Aber die Karte, immer ganz wichtig, die Matte von der Karte lösen, weil ansonsten habt ihr eine gebogene Karte. Das war übrigens die Matte, die an meiner Tastatur entlang geschraubt ist. Nichts Dramatisches. So, ich knicke das Ganze jetzt und habe für meine Kati eine Karte gebastelt. Und jetzt kriegt die Kati, ich bin ganz glücklich mit meinem zweiten. Jetzt kriegt die Kati diese Karte. Ein Glöckchen. Und, weiß ich noch nicht, irgendwas Süßes. Guckt, das ist zwar jetzt was ich nicht hergebe, hat mein Sohn schon ungefähr 100 Mal versucht, mir zu klauen. Das ist zwar ein Motivpapier, aber auch das sind solche Schächtelchen, die man super mit Digipapern füllen kann, also mit solchen Musterhintergründen. Und dann verschenkt, es ist ein Geschenk von der Kundin gewesen. Ich habe so meine ganzen kleinen Kundengeschenke hier. Da könnte ich euch auch etliches zeigen, was mit Print & Cut gemacht worden ist. Vielleicht finde ich auf die Schnelle irgendwas noch hier greifbar. Muss ich mal gucken. Heute kam Flaschenpost. Kein Print & Cut. Das ist zwar auch eine selbstgemachte Kiste, aber sowas in der Art Flaschenpost gekriegt heute. Ja, aber ihr seht, es macht Spaß. Ihr könnt viele kleine, liebe Sachen machen. Ich schreibe natürlich noch was hinten rein. Ist klar. Ist klar. Super easy. Wenn man es verstanden hat. Das habe ich auch noch. Hallöchen. Jetzt. Ey. Bitte. Da. Ist echt cool mit der kleinen Kamera da noch. Ja, da kann ich euch noch zeigen, die hatte ich eben in der Vorbereitung gemacht. Da ist auch süß. Und dann sagt mir mal, wie man da aufhören soll. Kann man gar nicht aufhören. Wie auch immer, bevor wir hier noch ewig sitzen, bereitet sowas mal vor. Es ist wirklich nicht schwer. Ihr braucht ein bisschen schwereres Papier. 160 Gramm habe ich genommen. Gibt es auch in so Kopierpapiermengen, Größen. Einfach mal auch um Print and Cut auszuprobieren. Das ist eine der genialsten Sachen, die bei unseren Plottern gehen. Print, drucken, Cut, schneiden. Wichtig sind die Passermarken. Und dann klappt es auch mit dem Digipaper. Und wenn ihr dann noch sagt, ich möchte mir mein eigenes Geschenkpapier ist. Wer einen großen Drucker hat, hat dann natürlich einen Vorteil. Ich habe nur A4 und kein A3. Das heißt, ich muss gucken, dass es auch wirklich da damit eingepackt werden kann. Oder ich mache mir einfach ein Windlicht. Oder. EMB, was ist das für eine Datei vor dem Mini-Nutella? Das weiß ich nicht. Das war ein Geschenk. Aber wenn du nach Mini-Nutella-Box SVG googeln ist alles. Googlest, findest du so 100%. Da gibt es jede Menge Sachen. Ich habe da auch schon mal welche gemacht. Mit Deckel, ohne Deckel, mit Halter für einen Löffel. Also da gibt es jede Menge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Valentinstag.
einen schönen Freundetag und probiert es mal aus. Macht euch mal selbst eine Karte, macht euch ein paar Anhänger, macht euch Sticker. Es ist ein super Feature aus unserem Programm oder aus unseren Programmen. Wer jetzt das Ganze im Silhouette vorbereitet und dann mit dem Brother schneidet, macht euch einfach dann nur scannt es ein, schneidet nur die Außenlinie. Ihr könnt ja auch, dass er es einfacher hat, die Außenlinie schwarz drucken oder dunkelgrau drucken und dann einfach mit einem kleinen Offset nach innen ausschneiden, dass man das auch wirklich nicht sieht. Also es ist überhaupt kein Problem, das Ganze im Silhouette vorzubereiten und dann da könnt ihr ja auch schon mit der Basisversion wirklich drucken. Das ist überhaupt kein Problem. Dann druckt ihr das aus. Ihr braucht keine Passermarken, gar nichts. Lasst scannen von den Brother-Geräten und dann ausschneiden. Bei Cricut gibt es das Feature mit dem Drucken und dem Schneiden auch. Von daher sind alle Plotterianer ausgerüstet, auch wenn es bei den anderen Programmen immer so ein bisschen anders geht, um eben solche Sachen auszuprobieren. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir lesen uns bestimmt bald wieder und nächste Woche machen wir den nächsten Plot-Along, glaube ich. Ja, nächste Woche machen wir den nächsten Plot-Along, glaube ich. Da sage ich euch aber noch Bescheid, weil ich noch auf der schönen Datei für euch warte. Habt einen schönen Abend. Wir hören uns morgen und bis bald. Die Eva für Plottermarie.